Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Diablo 2 Resurrected Remodded, einen der größten Mods für dieses Spiel. Ich habe angefangen mit Diablo 2 auszuprobieren, ob es jetzt geht mit Mods und so weiter, und ja, es ist schon von der Auflösung sehr begrenzt, und da werde ich einfach weitere Projekte machen von diesem Spiel, wenn ich das angepasst habe, und bin dann auch drauf gekommen, es gibt ja Mods. Ja, auch in Diablo 2 Resurrected. Ich dachte, das geht nicht. Oder so. Weiß es auch nicht. Nochmal Sorg. So. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe natürlich noch keinerlei Informationen gesammelt. Ich habe nur Informationen geschaut, wie man das ja, installiert und so Sachen. Weil das Spiel über einen Launcher funktioniert und die Launcher sind meistens ein bisschen, ja, nerviger zum Installieren und so, zum Einstellen. Noch einigen, ja, Einstellungen auch hingeben. Bin ich aber soweit. Okay, also schauen wir mal. Es gibt große Tränke, habe ich gesehen. Es gibt ein paar Sachen im Weg. Oh, der ist ganz winzig klein. Es gibt geile Sachen, neue Sachen. Also neue Zauber. Geil. Eine Leichenblume. Einen Eisklon. Oh, den möchte ich beschwören. Wenn wir am Anfang vielleicht beschwöre, mit Hydra vielleicht noch. Ja, werden wir dann sehen. Also das Diablo 2 Resurrected oder auch der Mordfrauen ist natürlich ein bisschen schneller. Aber mir gefällt die Grafik nicht so sehr. Dann ist riesen Stachelratten. Okay. Sind die Stachel? Sind die gleichen, die es auch in Diablo 2 Mods gab, aber die waren dort nicht stark. Hatten so Stacheln geschossen. Aber ich treffe nicht so gut. Ich glaube, ich gehe denen noch aus dem Weg, bis ich etwas Besseres habe. Gehen wir mal auf Zombies drauf. Die fluchen mit Alter. Lol. Ich muss sowieso auch noch schauen, dass ich die Items sehe. Ich habe auf Umschalten gemacht, weil ich immer drücken muss. Und ich habe irgendwie Dornen drauf. Auf irgendwas habe ich Dornen. Oh, was ist das? Sieht wie Fanatismus aus oder so. Ich werde wieder schon wieder erschlagen von Neuerungen. Ja. Was haben wir in der Hand? Ein Stab? Ein Stab oder so? Ist ziemlich viel anders. Nicht schlecht. Aber das Inventar. Wahrscheinlich mit I. Wieso macht man Inventare mit I auf? Ich verstehe das nie. Das muss eine Taste sein bei den Skills. Ah, wir haben 17 getötet. Also tötet. Wir haben getötet. Todesfälle ist wahrscheinlich unsere Tode. Und verwendendes Gewicht, das sind unsere Items. Lebensqualität, Aufbewahrungstasche. Das irgendwie. Oh. Tier 1 Rune Chest, die Rune. Anniversary Annalis. Ist ja frei. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich ja nichts machen. Okay. Also schauen wir mal. Wir brauchen am Anfang vor allem mal Stärke. Ja, das gibt es im Hauptspiel nicht. Und hier nehmen wir. Oh, wir können schon Verzauber nehmen. Polaritätswechsel nehmen wir den. Rollender Donner. Drei Bolts. Das ist ein geiles Bild. Ich würde hier drauf gehen. Und die Bestie. Dann brauchen wir Schneesturm, gefrorene Kugel. Gefrorene Kugel. Kälte, Rüstungsfertigkeiten. Wo ist ein Rüstungssaal hier? Zitterrüstung. Und sonst nichts? Okay. Also, bei Feuer,
würde ich gerne Feuersturm und Feuerball gehen. Gehen wir auf Feuersturm. Ja, am Anfang gehen wir auf Feuersturm und haben dann auch Synergie. Gut. So, oh, sieht aber anders aus als ein Druide. Hat der Druide dann den Skill nicht mehr? Kann sein. Und ist auch sehr stark. Okay, ich mache ein bisschen den Sound noch leiser. Der Feuersturm ist ziemlich stark. Laut. So. Ich will ja eigentlich nicht irgendwie. Ja, dass ich nicht mehr hörbar bin, ey, liebes Spiel. Das geht mir gar nicht. Im Kampf so laut. Und im Hauptmenü und so, im Auswählen so leise. Oh. Das ist nett gemacht. Federmutter ist tot. Federmutter ist tot. Ja, geht ziemlich gut. Mana-Probleme haben wir halt in diesem Spiel immer wieder. Eine Robe. Ich mal kurz schauen. Wir haben nur ein Kurzschwert. Aber ein rarer Kurzschwert. Okay. Wie so schnell wie möglich da einen der Verschwörungen haben. Jetzt gehst du in die andere Richtung, Feuersturm. Jetzt können wir den Müll. Wir werden sicher irgendwelche Mana-Items bekommen. Entweder Plus-Mana oder Mana bei Volltreffer, also bei Toten. Ja. Ja, man sieht es, es ist nicht so Last Epoch, wo man halt immer trifft. Man trifft eigentlich sehr wenig, wenn der Mod nicht. Ja. Da am Anfang noch ein bisschen besser balanciert wäre. Ja, ich weiß. Ich brauche dieses. Oh, Warnsystem nicht. Ah, dann gehe ich auf Wärme. Also, ich denke, das war der. Teleport, den können wir auch noch nehmen. Aber ich muss ja nicht umstellen. Es sind ein bisschen zu viele Gegner, aber später sicher cool sein. Es ist immer noch so wahnsinnig laut. Was haben die Entwickler hier geraucht? Ey? So. Wahrscheinlich gibt es halt immer noch diese ganz, ganz armen PC-User, die Sounds nicht hören. Zu schlechte Kopfhörer haben oder so. Ist ja unglaublich. Jetzt ist was ein bisschen zu leise geworden, okay. Also wir machen random Effekte scheinbar. Das ist doch gut. Sehr schwer einzustellen. Ich habe nicht so viel Zeit wie andere. Konnte da nicht so Sound-Einstellungen machen. Bin heute auch wieder so lange unterwegs gewesen wegen Sport. Okay. Das ist Gewichtssystem aktivieren. wo muss ich hin? Ich habe den Weg verlassen. In diese großen Rücken am Anfang. Ziemlich geil. Spielt sich ganz anders. Fast schon zu gut. Ja. Ich denke, wir gehen noch auf Energie. Das hat nicht so viel Sinn. Okay, es hat noch schnellere Zauberrate drauf. Jo, dann gehen wir weiter in den Feuerball. Eine Rakete pro eine Raketenkraft. Was ist eine Raketenkraft? Aha. Das heißt einfach Geschosse. Gute Übersetzung. So, ich will nochmal kurz schauen. Genau, die gesockelte Rüstung, die nehmen wir dann später. Das müssen wir auch craften hier. Ja, ich frage mich, was das bedeutet. Ah, hier verwandeln. Okay. Bin einfach falsch dran gewesen. Ich wollte eigentlich so wie im Original in der Mitte.
Dankeschön, liebes Spiel. Das geht aber nicht. Man muss mit einem Gegenstand, um aufzubewahren. Okay. Dann, das muss ich eigentlich nicht. Okay. Da können wir Items noch extra reintun, die wir nicht so dringend brauchen. Was wir ein Item haben, das wir noch nicht tragen, können wir es reintun. Jo. Ich bin natürlich wirklich schon lange am Diablo 2 und so zocken. Also ich habe es damals im Juni 2000 gekauft, das Original. Und Diablo 2 Resurrected habe ich, glaube ich, 4 Monate nach Release gekauft. Damit ich wieder ein bisschen toll Diablo 2 noch zocken kann im Winter. So. Bin aber nicht so angetan gewesen, weil... Jo. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so gut angekommen, die Release. Da es einfach zu wenig Fortschritt ist. So ein Spiel 20 Jahre nach Release so dünn rauszubringen, ist keine gute Idee. So ein Edelsteinschrein. Ich möchte gerne aber zuerst einen Edelstein finden. Bringt es mehr, wenn wir schon eine Stufe höher hätten. Bis jetzt ist es wirklich sehr unterhaltend. Ist natürlich dropmäßig noch nicht gut. So, man bekommt meistens weiße Eitensilber oder einfach keine Edelsteine und so. Aber ziemlich gut schon. Ein Ring wenigstens. Okay. Also müssen wir noch ein bisschen weiter hoch. Stäbe immer schön mitnehmen am Anfang, um Geld zu verdienen. Zepter und ja, Katare auch. So, also. Ja, Armklingen, glaube ich, heißen sie. Mit Sockel haben auch Handschuhe jetzt. Okay, gut. Ziemlich geil. Mal gespannt, wie es so ist. Vor allem im Endgame dann. Okay, ein Zweig, Schärpe können wir mitnehmen. Ich will eigentlich nur ins Haus hier. Also bis jetzt, die Mods, die ich gesehen habe, ist diese Mod vom größten. Aber ob es den besten Mod ist, weiß ich nicht. Und das ist auch ziemlich spontan natürlich. Also ich bin froh, dass ich so direkt etwas gefunden habe, das mir so richtig gefällt. Jo. Wir sehen schon sehr gerüstet aus mit der Lederrüstung. Eine Energie, okay. Ja, die sind best. Gut. 2 Sockel sind besser als 1 Sockel. Oh. Zerfallende Zombies. Sind die Schreineffekte jetzt an einem Gegner gekoppelt oder so? Ich habe gerade noch ausweichen wollen. What the fuck? Wie böse Damage machen die? Ich bin erschrocken. Gut, erster Tod, weil das Spiel der Mod überhaupt nicht fokussiert ist. Thank you. What the hell macht der Schaden? Mit einem Feuerball, der 2 sogar. Ist noch eine Kuhhütte. Lol. Was ist das für ein Schrein? Mana Towns. Mana Towns oder was? So, schnell weg von ihm. Ey, ich kann mich nicht. Ich habe so viel Knockback. Das war wahrscheinlich, wieso ich nicht so schnell weg konnte. Diese Knockbacks sind unglaublich lang.
Okay, gut. Und wie kann ich die besiegen? So einen blöden Spell habe ich. Okay. Boah, gut, habe ich dann gleich direkt noch angegriffen. Mit dem Schwert. Okay, der ist tot und. Bitte nicht so. Ja, man sieht nicht mal die Feuerbälle. What the fuck? Ich muss einen anderen Zauber haben. Das bringt ja nichts. Einfrieren, aber ja, ist nur 4 bis 8 Schaden. Wer hat das balanciert? Wer? Welcher Vogel macht das? Ist schon klar, dass die Zauberin am wenigsten aushält am Anfang. Aber nicht so. Nicht ein One-Hits oder Two-Hits. Krass. Ist er tot? Okay. Habe ich ihn doch noch erwischt. Vor allem diese großen Yetis. Wenn die mich treffen. Schwierigkeitsgrad. Ich wusste, es ist ziemlich schwer. Aber doch nicht so. Spieler, die Motten oder so, sind immer mega übertrieben. Übertreiben, also so. Jo, komm, die anderen Spieler, die wollen ja sowieso auch Schwierigkeitsgrade haben. Der Hölle. Aber so ist das nicht. Wir wollen zuerst auch mal reinkommen. Steuerung, wenn man so umstellen, das nervt ja. Also was haben wir hier? Wir können ja die S finden. Ja, brauchen wir die A? Wo ist die A? Charakterfenster. Das habe ich ja auf C. Dann machen wir die A. Dann machen wir die S. Und dann könnten wir noch Questlog D machen. Dann machen wir D. Übernehmen. Dankeschön. Keinen Regen. Ach, wie schnell man halt einfach läuft. Das ist nicht so toll, lieber Modder. Oder Modder-Team. Also, ich weiß noch, in Diablo 2 konnte man nicht irgendwelche Wege nach oben schießen. Schauen. Ich denke einfach, weil viele treffen, oder? Geschosse. Hätten sie nicht so machen sollen. Einfach sehr, sehr schlecht balanciert. Dann weil sie auch so schnell sind, oder? Ja. Das macht es so schwer. Na gut. Aber andere Gegner, easy. Ich finde die Effekte so cool. Ich glaube, hier ist kein Gegner mehr. Gehen wir unten durch. Wie die auch aussehen. Die sahen viel anders aus als in Diablo 2. Gut, oh, ein großer Mann. Lieber noch ein bisschen mehr schießen. Wenn sie wieder beschwören, sind sie harmlos. Ah. Sollte ich noch auf Wärme gehen? Ich denke, ich gehe auf Wärme. Und da die Zauber mehr Mana kosten, müssen wir auch auf Energie gehen. So ganz im Original musst du die nicht haben. Da musst du nie auf Energie gehen. Aber meistens in Mods und deshalb gehe ich doch auch ein bisschen in Energie.
sonst keine Mana-Regeneration. Dann trinkend. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Jetzt ist die Map noch in so in der Mitte, wenn sie doch ganz rechts sein soll oder so. Also ich habe immer mit der kleinen Map gezockt und nicht diese Overlay-Map. Da sieht man fast gar nichts im Hintergrund, auch egal, wie unsichtbar es ist. Oder man sieht die Map nicht mehr. Ist das nur ein Heilschrein gewesen? Doch, ein Heilungsschrein. Dass der Stärke, also zäh ist, das war, wusste ich. Ein Brustkorb. Ich rüste mir einen Brustkorb aus, weil ich noch keinen habe. So, sind wir fertig? Fehlt noch einer. Schülers für Amazone. Komisch. Eisklon, das wäre eigentlich nicht schlecht dann. Sie sind halt gelb, das heißt, ja, sie haben natürlich schon ein bisschen stärker als ein Stab. Aber ich muss ja auf die Skills gehen. Wärme. Eisklon und Wärme. Gut. So. Da haben wir einen Malerzock. Wieso haben die Symbole? Da ist der letzte nicht. Ja, gut. Sehr schön. Haben wir die erste Quest gemacht? Diese Grotte wurde vom Bösen gesäubert. Ja. Aber der Schwierigkeitsgrad war schon ziemlich hart. Diese Feuerwelle, die. Heißt euch willkommen. Okay. Nicht. 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 Brauche ich nicht. Wurfspeer mal identifizieren. Ja, gibt nicht mehr ja, Geld, aber. Ein zu Geschicklichkeit, okay. 7 zu Verteidigung. Ja, kann ich ergreifen. Also dann. Auffrischen. Kurz zu Schmieden gehen. Ja, Level 12. Der Schüler Level 6, okay. Ein Lehrling. Okay, bin ich mal gespannt und eben. Ja, wir müssen da schon Punkte investieren. Wieso geht das? Habe ich das falsch gemacht? Nein. So. Hä? Was soll das, liebes Spiel? Ich hab's nur falsch wieder reingetan. So. Genau. Also ein Fähigkeitenpunkt hier noch rein. Hallo. So, dann können wir mal schauen, wie es schwierig wird in der kalten Ebene. Jo, gut. So, also. Naja, sie muss ja noch die Quest geben. Die Kundschafterinnen haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere. Ja, Blutrabe, genau, Blutrabe. Ja, wo bist du? Mr. Friedhof. Geil, wie es die Glocke geläutet hat. Einfach einmal.
Und die Touren, die ich nicht sehen. Oh. Wie sie immer schön linken. Also Schamanen müssen wir aufpassen. Schön zur Seite jetzt zu sehen. War das ein Boss-Schrein? Okay. Der macht einfach normale Gegner. Entweder Magic-Gegner oder rare Gegner. Und das war ein Blitzverzauberter, wahrscheinlich ein rare, nein, Magic-Gegner. Die haben einen Effekt. Also ich mache doch noch mehr in Vitalität, klar. Und jetzt könnten wir Feuerwand nehmen oder Flammen. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit möchte ich nicht unbedingt noch mehr. Und Feuerwand ist halt so, dass die Gegner meistens nicht durchgehen. Energiepool, Mana-Wiederherstellungswert. Wie viel Schaden machen die? Plus 6. Ja, also nicht. Der Lehrling haben wir gewollt, genau. Können wir jetzt die Punkte hier setzen? Geht nicht. Wie soll ich jetzt das machen? Wie soll ich jetzt... Uiuiui. Der anhält mich fast. Ich habe zu lange Dinge, Zauberzeit. Oh. Gut, also jetzt. Ich wollte einfach schnell Auswahl aktivieren. Wahrscheinlich Stärke. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nein. Also, dann machen wir doch nochmal. Wie schwer kann ein Spiel eigentlich design sein? Es steht halt auch nicht. Wieso ist Fae F1? What the fuck? Wer hat das eigentlich designt? Welcher Löli macht Spiele einfach viel anders? Ein Rework sollte nicht viel anders sein von der Steuerung her. Aber ich kann auch nicht, also ich kann jetzt nicht auswählen. Mach das so. Aber ich kann auch nicht drauf bleiben. What the fuck? Und wo kann man das jetzt hier einstellen? Wahrscheinlich bei Option Gameplay. Muss ich das aussammeln? Ja, okay. Immerhin haben wir das direkt gefunden. Du läufst nicht mit? Doch. Okay. Das ist nur eine dumme KI. Jo. Kann eigentlich ziemlich stark sein, ja. Ist ein bisschen komisch, wenn der so langsam ist und ich bin so schnell. Und ich habe irgendwie die Waffen noch gerissen. Wenn der daneben wäre, gewesen wäre. Der wirkt aber auch gut drauf. Ich habe halt die Symbole nicht mehr, aber das ist ein Mana-Regeneration-Schrein. Wo sind denn die Symbole hin?
Ja gut, eben, es ist nicht so ein tolles Spiel wie das Original. Aber die Mods sind scheinbar doch einfach. Es ist gut, dass etwas rausgekommen ist, wo halt wie Diablo 2 ist, wo man modden kann. Weil viele Hack and Slays einfach nicht modbar sind. Also aktuelle Bereiche. Also die Chance auf Edelsteinschreine sind viel höher. Ja. Gut, bleiben wir hier mal stehen, machen dann weiter im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.